Karin Greiner von der SPÖ. Herr Präsident, werte Damen und Herren auf der Regierungsbank, sehr geehrte Frau Rechnungshofpräsidentin, geschätzte Volksanwälte, Frau Volksanwältin. Ich widme mich dem Rechnungshofbudget und es ist erfreulich zu sehen, dass es uns gelungen ist, das Budget um 12,8% zu erhöhen. Was wird mit diesem Budget erledigt? Da geht es unter anderem um wichtige Investitionen in IT-Sicherheit, in die Gebäudesicherheit und auch wichtig, um den Digitalisierungsprozess abzuschließen. Mit diesem Budget werden auch die zusätzlichen Aufgaben des Rechnungshofes, die er erhalten hat, zum Beispiel durch die Novellierung des Parteiengesetzes, bewältigt werden können, zusätzlich auch durch neue Personalaufnahmen. Der Rechnungshof ist unser wichtigstes Hilfsorgan in der parlamentarischen Kontrolle. Was wird genau geprüft? Der Rechnungshof überprüft die Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und vor allem auch die Wirksamkeit der öffentlichen Mittel, die zum Einsatz kommen im Bund, in den Ländern und Gemeinden. Das ist super, dass Sie das auch so sehen, Herr Kollege. Ja, das ist hervorragend. Im Fokus steht bei den Prüfungen auch der Nutzen für die Bürgerinnen. Und das ist was ganz was Wesentliches. Da geht es zum Beispiel, wenn ich ein aktuelles Beispiel hernehmen darf, um Lessons learned aus den zahlreichen Covid-Überprüfungen. Das ist ja wirklich wichtig, dass man aufgrund der Berichte Maßnahmen ableiten kann in den einzelnen Ressorts, was IT betrifft, was die Gesundheitspolitik betrifft und auch vieles andere. Und ich darf mich an dieser Stelle bei der Frau Rechnungshofpräsidentin und ihrem Team sehr herzlich bedanken für die wirklich zeitnahe Vorlage der Berichte, weil das für uns ein ganz wesentlicher Faktor ist, damit wir auch wirklich den Bürgerinnen sagen können, was Sache ist. Ein Ziel möchte ich besonders betonen, Herr Kollege, für Sie besonders wichtig, die Erhöhung der Transparenz. Bürgerinnen sollen ja wissen dürfen, was mit ihrem Steuergeld passiert. Und wir haben genug aktuelle Anlassfälle, bedauerlicherweise, sodass der Rechnungshof von uns gebeten wird, da genauer hinzuschauen. Ich erinnere nur an den aktuellen Bericht zur COFAG, wo ja ein vernichtendes Zeugnis über diese Gesellschaft ausgestellt wurde. Da ist wirklich wichtig, und da appelliere ich an meine Kollegen der ÖVP, die Maßnahmen auch wirklich abzuleiten aufgrund dieses Berichtes. Das wäre einmal ein wesentlicher Faktor. Sehr geehrte Damen und Herren, aktuelle Skandale zeigen sehr deutlich, wie wichtig die parlamentarische Kontrolle ist und wie grundlegend wichtig es ist, dass der Rechnungshof seiner Arbeit in der gewohnt hohen Qualität weiterhin nachkommen kann. Vielen Dank. Karin Greiner von der SPÖ freut sich, dass das Rechnungshofbudget um 12,8% erhöht worden ist. IT-Sicherheit, Gebäudesicherheit und Digitalisierung würden damit finanziert werden.